Thema war? Dein Thema. Also sinngemäß, warum wird Sexualität in der in den spirituellen Traditionen? Ich will es nicht sinngemäß, ich will das Thema wissen. Ich weiß nicht so genau. Warum wird das Thema Sexualität in der spirituellen Tradition so geächtet? Boah, so ein langes Ding. Das ist aber auch nicht original. Aber nah dran. Siehst du, die haben mir es extra nicht verraten vorher, damit ich nicht noch die Chance habe, nicht zu kommen. Immer die Liebe. Liebe und Religion. Nicht Liebe, Sex. Was? Es geht nicht um Liebe, um Sex. Ja, aber es ist doch nicht so weit weg. Die Liebe. Na gut, dann grüß Gott zum... Habe ich schon wieder vergessen. Warum ist der Sex im Religionsunterricht nicht gefragt? Oder was war das Thema? Ungefähr. Lieber vorher und nachher, aber nicht während. Oder wie war das? Die Biene Maya ist immer noch aktiv. Ja, hat sich einer darauf vorbereitet auf das Thema? Wieder keiner, ich wusste es. Oder doch? Manchmal gibt's da, sitzt einer und hat dann schon so eine lange Liste von seinen vorbereiteten Fragen und dann werden die abgearbeitet. Aber scheinbar heute nicht. Und da ich keinen Vortrag halten werde über die Sex und Religion, sind wir arm dran. Oder hat sich einer jetzt... Ist einer besonders wegen dem Thema gekommen? So voll ist es selten, gell? Also nicht in allen Regionen ist der Sex verpönt. Also in den indischen Traditionen ist er ziemlich, wird er hofiert als Tantra und als Yoga-Weg, so, also als Weg zur, was auch immer, Realisation oder Erleuchtung im Tantra. Ja, auf der westlichen Seite so. Puritistisch. Ja. Wie kann das kommen? Oder ist es eigentlich nur der Versuch, etwas zu unterdrücken, und weil man es unterdrückt, wird es umso stärker gelebt? Vielleicht ist die Technik sogar extremer, dass der Sex noch sogar stärker ist oder überhaupt passiert ist, weil er unterdrückt ist, weil er irgendetwas ist, was ja, nicht so ist. Schätze ich mehr in die Perversion rein, wenn er unterdrückt wird. Ja, aber da kommt möglicherweise dann doch, dass der Druck ist so groß und dann wird eben auch der Wunsch danach umso größer. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das Bewusstsein immer vorhat, aber ich glaube immer, das Bewusstsein weiß am besten, was es tut. Und wenn es bei der westlichen Religion halt eben den verpönt oder als unterdrückt, dann möglicherweise damit eben weiß, was man unterdrückt, das möchte irgendwann mal ausbrechen. Und dann gibt es eben, weil es eh nicht unterdrückt werden kann. Aber keine Ahnung. Man gibt einfach viel Aufmerksamkeit auf etwas und damit wird es eben stärker. Also negative oder positive Aufmerksamkeit macht es immer stärker. Wenn man es halt entweder dafür dazu nimmt, dass man eben das, was erreichen kann, wird es stärker. Und wenn man es sagt, dadurch wird es eben verhindert, macht man es auch stärker. Also egal wie, ist immer der Sex also immer als etwas Wichtiges angenommen. Weil es entweder nicht gut ist oder gut ist. Und so einen mittleren Weg gibt es nicht? Gibt es bestimmt auch, aber dann gibt es möglicherweise andere Tendenzen, andere Wege, die, wo also der das dann einschreitet, gehen müsste. Der buddhistische vielleicht, der ist dann weder das eine noch das andere, ich weiß es nicht. Aber jetzt die Frage stellen, warum ist das so? Kann das nicht. Ich kann jetzt auch nur wieder im Dunkeln fischen, warum das so sein könnte. Ja. Na, ich könnte es vom absoluten Standpunkt aus sehen, dass zum Beispiel einer, der denkt, der größte Liebhaber, nicht Gott, der ist total eifersüchtig, wenn du dich auf etwas Förmliches richtest, auf etwas sexuell, eben darin deine Erfüllung suchst, dass du dann eben damit eben schon immer bestraft bist, also in einer falschen Richtung guckst. Und wenn du eben dich auf das richtest, was Gott ist, eben der Liebhaber scheinbar dann dir besser gesonnen ist. Das ist die Idee dahinter. Also jeder Mönch, der dann eben Zölibat lebt, dass er sich auf Gott richtet und die Ehe mit Gott eingeht, dann ist er dem sogenannten eifersüchtigen Liebhaber Gott damit wohlgestimmt haben möchte.
eben die Gnade eben, dass die dann möglicherweise früher kommt, weil er eben sich der Gnade würdig erweist, nämlich seine ganze Aufmerksamkeit auf das richtet, was das ist, was dieser sogenannte Gott ist oder das, was sein Selbst ist. Aber warum denkt man, dass Gott es so will? Ja, das ist halt die Frage, das habe ich halt durch die Frage. Keiner weiß es. Nee. Aber es ist halt die Idee dahinter. Die Idee steckt dahinter, dass wenn du dich auf Gott richtest, dass er dir ja dann besser gesonnen ist. Wenn du dich wohl verhältst und die 10 Gebote einhältst, dass er dann eben dich eher in seine Arme nimmt. Also in den Himmel kommst, so ungefähr. Das ist Religion. Und bei den Tantriken ist das dann möglicherweise umgekehrt. Dann sagen sie, wenn du dann eben die Welt lebst und dann eben das Ganze und dann Verschmelzung mit der Welt machst und so, verschmelzt du dich mit Gott. Weil die sehen dann nicht unbedingt einen Unterschied. Da ist für die ist die Materie oder das Materielle nicht verschieden von dem, was Gott ist. Also in jeder Form, wo du dein separates Ich aufgibst, im Sex oder in der Hinwendung zu Gott, löst sich das separate Ich auf. Und da gibt es halt diese beiden Taktiken. Und die christliche Mythologie ist einfach darauf gerichtet, dass man sich eben nur eben auf den richten sollte und nicht auf irgendetwas anderes, weil das alles andere ablenkt. Und da gibt es halt die ganzen Theorien und das nennt man Religion. Das sind sich halt immer auch ein kleiner Terror drin. Also immer eine Struktur, die du, die dann denkt, sie hätte die Bessere und die Wahrheit, den Weg der Wahrheit gefunden und der Liebe oder irgendetwas, wo dann der eben dann zu Gott führen könnte. Also dich in den Himmel bringt, also ins Paradies zurück. Da gibt es halt viele Ansichten. Und jede Religion hat eben eine andere Ansicht, wie es passieren könnte. Und jede Religion muss natürlich auch denken, dass sie den besten Weg hat, sonst würde sie eben nicht das darum kämpfen. Von daher, also haben wir schon ein bisschen uns rangenähert an den Feind. Was mit dem Feind ist für mich nicht okay. Wer ist der Feind jetzt? Ja, der Feind, der Feind ist immer das Ego, was man denkt, überwinden zu müssen. Also das Ego, was die Idee ist von Separation, die dann immer in verschiedenen Wegen überwindet werden möchte. Das ist der sogenannte Feind. Also im Englischen ist dieses Me, dieses Enemy. Das ist dann das First Me ist the First Enemy. Also das erste Ich ist der erste Feind, wo es überhaupt einen gibt. Das ist so ein feindliches Territorium. Also wo es einen gibt, der existiert, dann in etwas anderes und natürlich dann um seinen Standpunkt und seinen Platz kämpfen muss. Das ist schon ein Krieger, der da geboren wird. Und dann hat er Feinde und immer den Umstand. Das ist dann getrennt. Das ist immer dann, wo er in einem anderen Umstand ist, wo er in Trennung ist. Ja. Das nennt man dann eben in einem feindlichen Umfeld sein. Und da möchte man das feindliche Umfeld immer eben freundlich gestalten. Und wenn man es eben nicht kann, versucht man zu kontrollieren durch Kampf. Entweder indem man alle Freunde macht und das Umfeld harmonisiert in seiner Freundlichkeit. Und wenn das nicht hilft, dann halt in seiner Aggressivität. Nämlich, dass man zeigt, was man kann, wenn man müsste. Und das ist das immer dieser Feind, also das Feindbild auch. Wo es nämlich nicht mich gibt als Ersten und dann die Welt als Zweites. Dann gibt es eben immer mich und das Andere. Und die anderen sind immer die Hölle. Und in dem Moment möchtest du aus dieser Situation, wo es andere gibt, raus. Weil da, wo es etwas anderes gibt, du einfach eine Sehnsucht in dir spürst, die du gar nicht weißt, wohin gehen oder möchtest, aber immer da raus möchte. Also so eine Todessehnsucht. Du möchtest das weghaben, weil dich irgendwie denkst, das ist, kann nicht so sein. Das ist nicht irgendwie deine Vorstellung von Harmonie oder Paradies oder irgendetwas, was du denkst, was Freude wäre. Und dann versuchst du halt jede Art und Weise da rauszukommen. Und versuchst jede Art von Religion oder Weg aus dieser Zwickmühle, nämlich einer zweifelhaften Existenz, zu entkommen. Da gibt es halt viele Religionen für. Die Sufis drehen sich dann so viel um sich selbst, um in Gott dann aufzugehen. Und das ist auch so eine Verschmelzungstheorie. Und dann die Tantriker, die haben dann halt eine andere Person, mit der sie eben verschwinden. Und jeder Sex, oder auch im Westlichen, jeder Sex ist dafür gemacht, dass er im Orgasmus eben verschwindet im Anderen. Wo es nicht mehr mich und den Anderen gibt. Jede sexuelle Handlung ist darauf eingestellt. Immer also der Wunsch dahinter, dass man dadurch glücklich wird. Und Glück bedeutet die Abwesenheit eines Unglücklichen oder einer getrennten Ich-Person. Und dadurch passiert Sex. Und wenn dann die Christen sagen, dass man halt nur dann eben sich auf Gott richtet und mit ihm verschmelzen sollte, dann ist es halt, als wenn man mit ihm sich halt in einer sexuellen, geistigen Vereinigung übergibt.
und nicht mehr ins Materielle gedrungen ist. Also diese ganzen Theorien oder diese ganzen Techniken sind eigentlich mal dafür gemacht, dass du dein separates Ich überwindest. Und da gibt es halt viele Taktiken, wie das passieren könnte. Und jede Religion hat nun mal ihre eigene, grundeigene, von ihrem Stifter ausgegangene Tendenz. Also die Mohammedaner, könntest du dann sagen, die möchten mit Gott eingehen, indem sie eben für Gott fallen, also sterben, in einem kriegerischen Umfeld möglicherweise sogar, und dann eben direkt in diesen, was auch immer, Himmel kommen. Dann andere möchten halt im Sex sterben und die anderen möchten im Gott sterben, also im Sufi, der dann tanzt und sich vergeht. Also es ist immer aber die Tendenz, verschwinden zu wollen. Also die Auflösung von Getrenntheit. So eine Art Todeswunsch. Weil da denkt sich einer, wenn er nicht mehr wäre, ging es ihm besser. Das ist halt der Witz dabei. Und das ist halt das Bewusstsein, was möglicherweise immer denkt, wenn es das Bewusstsein nicht mehr geben würde, ging es dem Bewusstsein besser. Und da schafft es sich halt viele Möglichkeiten. Schafft sich sogar Konzentrationslager, Ashrams, und alle möglichen Orte und Klöster, wo man eben sich also verbrennen könnte. Sich in Gott auflöst oder verbrennt oder irgendeiner, darum Ashram. Also wenn man zu Asche wird. Ram, ram. Also es ist doch so ein Druckbild, wenn das andere immer so im Außen ist. Wenn ich das nicht in mir, in meinem Innenraum auch finden kann. Also diese Trennung, oder? Die geht da immer noch. Ja, aber damit trennst du ja schon wieder, dass du denkst, dass es gibt ein Äußeres und ein Inneres. Das ist halt die erste Art und Weise, wie du dich trennst. Dass du etwas bist, was ein Inneres hat und ein Äußeres. Also du bist wie... Denkst du. Ja, das ist Denken, wir in der Dualität. Ja, das ist, darum sage ich, denkst du. Es ist halt ein Gedanke. Dass es da einen gibt, der ein Inneres hat und ein Äußeres hat. Das ist dieses erste Denkste, wo es ein gemeines Mein gibt, was dann ein Mein-Sein, mein inneres Sein und mein äußeres Sein. Diese ganze, aus dieser ersten Wurzelidee von Ich entstandene Ich-Idee eines Besitzers von einem Inneren und einem Äußeren. Also eine Art Container, der ein Inneres hat und das wäre sein grundeigenes Innere und dann das Äußere, was eben Äußeres ist, also nicht zu ihm gehört. Also in sich schon Trennung ist. Ja, aber das gehört schon, das sind zwei Sachen, die schon zusammengehören. Ja, und wer hat die dann? Wer die hat? Ja. Ja, ich zum Beispiel, ich selber jetzt. Ich zum Beispiel, ja. Ich selber. Das ist schon zwei Schizophrenen, ist ich. Also ich und dann selber und dann noch mein. Das nennt man dann so schon sehr schizophrenisch. Jetzt komme ich nicht in den Moment, glaube ich. Jetzt ist da mir jetzt zu viel, glaube ich. Ja, darum hast du vorher schon gefroren. Ich friere immer noch, also es hat sich noch nichts verändert. Es ist echt warm hier drin, ne? Willst du einen Pullover haben? Nee, das ist nichts. Also das ist so eine Kälte, die von unten kommt irgendwie so. Mhm. Von innen? Von innen. Denke ich auch, dass die eher von innen kommt, ja. Ja, es ist halt das Fatale, dass eben sobald dieses Ich da ist, gibt es eben dieses sogenannte Ich, was dann eben eine Existenz hat, die dann auch eine innere und eine äußere Existenz hat. Also ein Geist, der sich ein Inneres und ein Äußeres vorstellt. Wie auch immer. Und schon aus der ersten Vorstellung, dass es ein Existierenden gibt, natürlich auch eine Vorstellung von innen und außen hat. Und diese erste Wurzelidee von Ich, die ist schon, das ganze Kartenhaus baut sich auf dem auf. Das ganze Kartenhaus von allen Konzepten von innen, von außen, von drunten und drüben und andere und der Gott und die Welt, die sich alles um dieses erste egozentrische Ich bilden. Also als Funktion von einem Besitzer, der dann sammelt, nämlich seine sogenannten wertvollen Eigenschaften. Eigenschaft, also ein Eigentümer, der dann Eigenschaften hat von etwas. Tja, da ist er ganz eigen drin. Dann sammelt er auch noch große Erleuchtungserfahrungen oder Wege auf seinem, wie auch immer gearteten Erleuchtungsweg von seinen Erfahrungsschätzen, die er dann sammelt und in sein Inneres packt. Und dann das Herz damit ganz voll macht, dann hat er nämlich ein volles Herz. Und dann kommt er wieder zu einem Herzmeister und sagt, jetzt musst du aufmachen, alles wieder loslassen, was du gesammelt hast. Ja,
Das ist die Abwechslung. Dann. Das ist dann die Abwechslung. Zu Anfang gehst du zu einem Sammelmeister. Sammlung, immer Sammlung. Und dann kommst du zum Herzmeister und sagst, offen. Öffne dich, lass los, lass fallen. Ja, du hast von Anfang bis Ende eine gute Beschäftigung. Das schafft dich schon. Da brauchst du dich nicht drum zu kümmern. Es macht dich schon müde genug. Mann, bin ich wieder geschafft. Herrlich, ne? Der Buddhismus ist dann die Weisheit der Lehre, die sagt, weniger, weniger ist mehr, weniger, raus damit. Und dann der Sammler, der die Liebe ist, sagt, sammeln, sammeln, Umarmung, Umarmung. Alles reinlassen, nimm alles in dich auf. Spüre das Leben, sei das Leben. Und andere, lass es weg, raus, raus. Herrlich. Also ist einer ein Lehrer, der dich füllt, und anderer ein Lehrer, der dich wirklich lehrt. Ein Lehrer mit Doppel-E. Beides sind Lehrmeister. Einer ist der Meister der Lehre und der andere ist der Meister der Sammlung. Kontemplativ sein. Sammel dich. Zerstreu dich nicht. Und der andere sagt, zerstreu dich vollkommen. Lass gehen. Raus damit. Herrlich. Und in nichts passiert. Das ist das Schöne. Nichts passiert dabei. Beides ist so eine Unterhaltungsshow des Seins. Wer denn das? Warum nennt man ihn Gottschalk? Gott ist echt ein Schalk. Wer denn das? Ist echt. Also das beruhigt mich, wenn Gott ein Schalk ist. Ja, der göttliche Narr nennt man ihn ja auch. Die göttliche Komödie und den göttlichen Schalk, den er immer im Nacken hat. Auch wenn er sich als relatives Ich erfährt, hat er den Schalk immer im Nacken. Also den Narren, der im Hintergrund immer eigentlich Witze macht. Das ist so ein Witzbold, der dem ist auch das... Ein tödlicher Witz, gut genug. Also, wenn der Witz mal stirbt, lacht er sich auch tot.